Ja, Herr Wagner, Glückwunsch zum Sieg im Spitzenspiel, Glückwunsch zu Platz 1, Glückwunsch zum Geburtstag. Ist die Reihenfolge der Glückwünsche korrekt? Absolut, ja. Man kann wirklich von einem perfekten Abend sprechen, wenn man so ein Spiel hat, wo es um Platz 1 geht. Man hat dann noch einen runden Geburtstag, die gesamte Familie ist hier. Das ist natürlich doppelt schön und doppelt toll, dass es dann im Endeffekt geklappt hat. Und man muss wirklich der Mannschaft ein Kompliment machen, wie sie vor allem in der zweiten Halbzeit gekämpft hat. Und ich glaube, sie wollten mir schon ein kleines Geschenk machen damit und das haben sie auch gezeigt. Und es wollte keiner verlieren und deswegen sind wir natürlich alle glücklich. Und ich persönlich freue mich natürlich über den Tag, weil besser hätte es heute nicht laufen können. Das Spiel war geprägt von großer Spannung, von Intensität, auch ein bisschen Härte dabei. War es schon ein Vorgeschmack auf das, was in den Playoffs kommt? Ich denke, das war sogar mehr, als was in den Playoffs stattfinden kann, weil ich glaube schon, dass zwei sehr wirklich gute Mannschaften hier gegeneinander gespielt haben. Jena ist für mich eine absolute Top-Mannschaft. Also ich glaube, diese Mannschaft könnte auch in der BBL Team schlagen und haben sie auch das ganze Jahr schon bewiesen. Sie haben sehr viele Spiele gewonnen und auch heute haben sie sich zurückgekämpft, haben nie aufgegeben und das ist eine sehr gute Mannschaft und wir haben auch einen guten Lauf. Mit den letzten Wochen sind dieses Jahr noch ungeschlagen. Ich denke schon, dass im Moment die zwei besten Mannschaften da aufeinander getroffen sind. Man konnte in der Halle von der ersten Minute an spüren, dass hier was Besonderes passiert. Ein besonderes Spiel ist Zweiter gegen Erster. Ein Wort zur Atmosphäre? Ja, ich kann mich nur bedanken bei allen Fans, was vor dem Spiel schon abgelaufen ist hier. Nicht nur wegen meinem Geburtstag, auch die Mannschaft zu unterstützen. Es war 40 Minuten ein Lärmpegel, den habe ich noch nie erlebt hier im Rasterdome. Und auch was danach abgelaufen ist, da muss man sich bei allen Fans einfach nur bedanken, was sie für die Mannschaft gemacht haben, was sie für mich gemacht haben danach. Das 3000 Happy Birthday singen, das passiert auch nicht alle Tage. Und das ist einfach eine Heimhalle und diesen Heimvorteil wollen wir uns aufrechterhalten, wollen zu Hause einfach weiter solche Spiele abliefern und unsere Fans auch damit glücklich machen. Aber an der Stelle muss ich mich wirklich bei allen, kann ich nur bedanken. Vielleicht noch kurz zur Einzelkritik, letzte Frage. Vielleicht sagen Sie noch ein bisschen was zu Carlos Medlock, zu Travis Warwick und auch zu Devin Gibson, die heute ja auffällige Aktionen hatten. Ja, Carlos hat bewiesen, dass er ein großer Point Guard ist, hat in dem Spitzenspiel eine tolle Leistung gebracht, nicht nur mit seinen 23 Punkten, glaube ich, auch mit seinen 9 Assists vor allem, hat verteidigt, hat die Mannschaft angeführt. Travis kam von der Bank, hat sofort Energie gebracht, hat McIlroy wirklich sehr gut verteidigt, hat Akzente im Angriff gesetzt, hat wirklich sein bestes Spiel gemacht für Fechter im Spitzenspiel. Und ja, Devin kommt immer besser rein, er verteidigt, er hat wichtige Würfe heute getroffen. Man darf aber auch die anderen nicht vergessen. Das haben wir eine Teamleistung heute. Stan Hardinger hat vielleicht nicht seinen besten Tag im Angriff gehabt, aber hat 14 Rebounds geholt, hat gekämpft, ist blutend vom Feld gegangen. Also heute muss man wirklich ein großes Kompliment an die Mannschaft aussprechen, vor allem über die kämpferische Leistung.